Was geht ab? Was geht down? Servus, herzlich willkommen. Neues Eternal Evolution Video. Und ja, wir gehen rein. Die nächste Runde der Summit Arena steht an. Die Group Stage 1. Runde 1. Es wird langsam etwas spannender. Ich muss noch kurz, glaube ich, mein Line-Up kurz anpassen. Mach das nochmal ganz kurz fix und dann zeige ich euch mein neues Line-Up. Sekunde. Ich habe die Lineups jetzt erstmal ein bisschen modifiziert. Ich wollte die jetzt auf jeden Fall erstmal noch austesten, solange wir jetzt noch in der, sag ich mal, etwas einfachen Phase sind, wo man noch ein bisschen testen kann. Jetzt habe ich jetzt hier erstmal ein Vanguard-Team mit Rest und Nord reingemacht. Dann habe ich mein Energy-Team ein bisschen umgeändert. Jaina rein und Elsa rein. Und ja, mein Tank-Team ist immer noch mit Daniel und Masrani. Das ist der Plan. Wir gucken mal, testen das ein bisschen durch. Fighten uns mal hier von unten nach oben wieder. Wir kennen das, ihr kennt das ja. Fangen hier an und ich muss hier die ganzen Lineups nochmal anpassen. Das ist ein bisschen sehr. Ah ne, warte mal, geht das so? Ah, neuer Button. Ah, jetzt sind meine Lineups da drin. Okay, das geht so diesmal. Habt ihr gesehen? Sehr geil. Ja. Quality of Life und so weiter. Let's talk it. Schauen wir mal, gucken wir uns mal an, den Gegner. Er hat hier Nord drin. Hier hat der irgendwie Summoner drinne. Und hier hat der Dingens drinne. Sphinx. Ja, so machen. Also, dass das hier gar keine Chance haben. Das sollte auch gut gehen. Das sollte auch gut gehen. Ja, so fighten wir das erstmal. Ich denke mal, dass erstmal 3-0 ist. Wir gucken uns nur die etwas closeren Fights an. Das ist jetzt erstmal noch nicht so der spannendste Fight, sag ich mal. Ist erstmal nur ein bisschen checken, ob die Teams vernünftig funktionieren, sag ich mal. Erster Eindruck, erstmal gute Zeit, okay Zeit. Aber ist auch das stärkste Team von ihm gewesen, Nord und so. Man kennt es, der kann ein bisschen Zeit rausholen. Lief erstmal gut für den ersten Eindruck. Also, dann gehen wir mal gegen X2Fast rein. Stellen mal hier ungefähr die Teams zusammen. Hier teste ich mal das Team aus. Ich habe momentan ein bisschen hier in der Testphase. Besser, wir gucken uns die Fights auch an, weil ich in der Testphase der Teams bin, um ein bisschen zu sehen, was passiert genau. Das ist okay. Und ja, das können wir hier auch mal testen. Wir können das mal so testen. Gucken uns das mal an. Ich muss die ganzen Sachen mir richtig in Ruhe auch angucken, um zu sehen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Ne? Guter Shot hier. Leo kommt da nach hinten, kriegt aber direkt einen 5,1 Millionen Hit weg von Jaina. Der Fight lief schon mal sehr gut. Optimal. Leo wird da richtig weggeblastet, so gesehen. Wie die Assassinen. Mal gucken, wie die so gegen meine Tanks so ungefähr gehen. Ja, da kann Rick halt den ganzen Tag drauf ulten, das ist mir egal. Das lief auch super. Sein Barock ist schon tot, sein Armpool ist ja auch ziemlich in Danger da. Wird dann noch ein bisschen hin und her geswingt. Das ist so komisch mit dem Barock-Move. Okay, ja, hier ist jetzt noch nicht so viel zu sehen. Das ging noch super easy halt. Gucken wir mal weiter bei anderen Fights am besten. So. Yunis, den hatten wir auch schon dabei gehabt. Letzte Mal. Das ist sein Energy-Team. Erste Mal. Das möchte ich gerne mal testen hier, ja. So. So. Das kann schon enger werden.
So würde ich das gerne mal testen, obwohl ich eigentlich gerne auch Team 1 und 3 switchen würde. Ich switche Team 1 und 3, ich würde das auch gerne mal so testen. Wir gucken uns das so mal an. Ich muss auch einen Eindruck von Baron bekommen und von Jaina halt auch noch. Also ganz neue Champions, noch nicht viel mitgemacht im PvP. Und die haben ja jetzt hier auch im Summit einen Boost. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied im Vergleich zur normalen galaktischen Arena. Also es sieht so aus, als ob Baron wirklich sehr viel aushält jetzt im Moment. Den Fight haben wir safe in der Tasche. Und was das Team hier macht, ich will mal ein bisschen gucken, was Jaina hier nämlich gegen Summons macht. Ist immer interessant zu sehen. Auch nicht ihre Ulti eingesetzt bis jetzt. Soweit ich das sehen konnte. Jetzt kommt ihre Ulti. Hat nicht wirklich gut gehittet. Fight ist daher eng. Noch ein Ulti. Sehr enger Fight, hat mir nicht gefallen. Hat mir nicht gefallen. Zu eng. Muss ich noch vielleicht was überlegen. Also die Jaina Ulti hat auch genau mittig nur durchgeschossen irgendwie. Nicht gut wie Aim von der KI. Also Jaina ist ein bisschen weird gegen Summons. Der Fight ist easy going. Den mittleren Fight gegen Yunis muss ich mir merken, muss ich nochmal analysieren. Auch wenn die Zeit sehr schnell war. Das war so mir ein bisschen zu knapp auf jeden Fall. Ich meine, sein Team ist auch nicht ganz kacke. Aber es war wirklich ein bisschen zu knapp. Da muss ich nochmal ein bisschen was fuchteln auf jeden Fall. Das hat mir noch nicht ganz gefallen. So, wir testen jetzt erstmal gegen Laser. Also finde ich sie immer noch nicht so gut gegen Summoners. Aber ich teste auch nochmal jetzt gegen die Summoners. Vielleicht war es gerade nur dieses unglückliche, was weiß ich was. Wir testen das hier auf jeden Fall. Ich will auch mal hier was testen. Das mache ich mal kurz. Sekunde. Also, aber das machen wir jetzt in dem Fall noch nicht. Das teste ich bei einem anderen Fall. Eventuell mal mit Boar nochmal austesten, aber Boar ist jetzt mir ein bisschen zu risky, wenn Mukka beschwört, ob der dann einfach einen Wolf nach hinten wirft. Er hat ein Vanguard-Team. Ja, was testen wir in sein Vanguard-Team? Ich muss das so machen. Tanks. Tanks sollten das regeln, hoffentlich. Ich könnte natürlich auch versuchen umzubursten, ist aber nicht so gut. Ich bin auch nicht ganz zufrieden mit den Teams, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen was fehlt mir dann noch, aber teste das jetzt, ist die Gruppenstar Phase 1, da ist noch ein bisschen Zeit zu testen. Ich teste da noch. Ich teste das Team hier nochmal gegen die Summoner. Und das sollte auch ein Win auf jeden Fall sein. Ja. Fight 1 und Fight 2 sind so die, wo ich mir jetzt gucken möchte und testen müsste hier hauptsächlich. Bailey könnte nämlich auch sehr nervig da hinten werden mit Rickard. Das gucken wir uns mal an. Ja, Rickard hat falsche Ulti gemacht. Da ist der Fight easy geworden. Ist nur noch Nord, ist kein Problem. Omegon macht in Nord natürlich easy platt. Jetzt auch noch mit dem ganzen Support hier dabei. Hat da Nord eigentlich keine Chance. Kann zwar nochmal seine Ulti machen, macht mir aber gar keine Sorgen. Jetzt ist er kaputt. Ja, das Team ist stark gewesen. Jetzt hier nochmal gucken. Guter Blow hier am Anfang. Ja, wir drängen sie gut zurück, die Summoner hier gerade. Jaina hat gut was abbekommen. Aber guck mal, warum hat sie Ampu nicht erwischt? Das stört mich ein bisschen an ihr. Also die standen doch schon ziemlich sehr nah beieinander, aber sie hat trotzdem nicht Ampu erwischt. Das stört mich schon ein bisschen, oder?
hier, das sieht sehr gut aus für uns. Unser Nord regelt hier gut. Das Team hier ist natürlich auch sehr stark mit Nord natürlich gegen Samina. Die Vanguards schaffen ein bisschen Zeit und dann kann Nord natürlich auch gegen Samina agieren. Das müssen wir auch natürlich noch durchtesten. Jetzt geht es wieder gegen Bambi. Grüße gehen raus. Bambi ist wieder mit von der Partie hier. Hatten wir ja auch in der letzten Runde am Start gehabt, den Bambi. Er hat jetzt einen Bohr hier drinne. Könnte Bohr Bohr machen, aber ich teste jetzt mal die Summoner gegen die Vanguards. Das ist jetzt der Test, den ich auch machen wollte. Er wird natürlich entweder einen von beiden wird er auf jeden Fall wegwerfen. Deswegen werde ich versuchen, das so zu stellen, in der Hoffnung, dass Creed zuerst Bohr nach hinten knockt und dann erst der Wurf kommt. Hier gehen wir. Ich gehe mit meinem Tank-Team gegen sein Tank-Team. Und hier können wir Jaina mal wieder nochmal gegen die Vanguards testen. Ja, das dürfte doch eigentlich ein guter Test sein, Jaina nochmal gegen Vanguards reinzuschmeißen. Sie kann Leo, wenn sie jetzt ulten würde, könnte sie Leo einfach töten. Weil sie hat ihre Ulti nicht ready. Daher ist das jetzt nicht. Jetzt gucken, wie sie hittet. Sehr gut gehittet auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, wie Barok sich jetzt hier gegen die Summoners macht. Seine Puls sind irgendwie, weiß ich nicht. Ich mag seine Puls nicht. Mit seiner Ultimate, das ist schon mal auf jeden Fall klar. Er scheint aber richtig gut auszuhalten. Oh, ich habe nichts gesagt. Kriegt jetzt erstmal ordentlich auf die Fresse und ist tot. Nix gesagt. Er hält doch nicht gut aus. Very disappointing. Aber der Fight ist trotzdem gewonnen. Aber Barok, also der hält doch nichts aus. Was ist das? Wurde einfach gewonshot gefühlt. Was ist mit diesem Barok los? Also keine Ahnung. Schwierig. Ich kann das nicht beurteilen. Immer noch keinen guten Eindruck von Barok. Und Jaina im PvP auch noch ein bisschen. Ah, weiß ich auch noch nicht ganz. Schwierig. Ja, hier der Fight ist natürlich auf jeden Fall safe immer so. Immer noch ein paar Sachen, die mich wurmen. Ich muss mir da noch mal Gedanken machen zu den Teams. Bin auch nicht ganz zufrieden, ich weiß nicht. Ich muss mich noch mal gucken. Da vorne ist ein Bohr dabei. Stellen wir dich mal hin. Obwohl, ne, wir gehen da so. So. Und so gehen wir an die ganze Geschichte nochmal ran, gucken uns das an. Ob mich das jetzt ein bisschen weiter zufriedenstellt, aber bis jetzt weiß ich noch nicht. Es ist nicht alles, es ist nicht schlecht, aber es funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die Barok-Ulti. Guck mal, er pullt. Oh, er hat diesmal dann immer gepullt. Diesmal hat er wenigstens gepullt. Ist zufriedenstellend, aber. Ich habe jetzt keinen Stun gesehen. Also Stun ist nicht rausgegangen auf jeden Fall. Schade. Hat zwar nur eine prozentuale Chance, aber wäre schön gewesen, wenn auch das Stun gekommen wäre. Assassinen kriegen hier von dem Team irgendwie Probleme, weil die Assassinen irgendwie ja, ziemlich stark immer auf meine Summons von Daniel gehen. Und Rickard kann jetzt sogar mein Daniel töten eigentlich. Ja. Ist aber nicht so schlimm, glaube ich. Dann wird er auch schon tot. Es steht nur noch Leo und Nord, also das sollte easy peasy gewonnen sein. Ja.
was Jaina jetzt hier macht. Distanz. Ich möchte Jaina so gerne EX30 sehen, ne? Dass sie einfach schneller ihre Energy bekommt. Ravenna hat da alles weggepustet, habt ihr gesehen? Ravenna immer noch super geil, wenn man sieht, Ravenna 11,2 Millionen Damage und Jaina 3,9, Luke 7,1. Ravenna immer noch ein richtig geiler Burst Hero. So, und dann gehen wir noch rein gegen Fokus. Gucken, wie ich das hier aufstelle. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Gegen Summoner. Gegen Summoner kann ich das wieder machen. Ich kann auch das Team gegen Summoner spielen, ne? Ich könnte jetzt mal doch zum Test nochmal am Ende Jaina nochmal gegen Barok und so weiter reinhauen. Das können wir doch nochmal testen auf jeden Fall. Das teste ich nochmal so. Das sollte uns jetzt nicht das Genick brechen. Ich will so viele Eindrücke wie möglich mitnehmen. Von Jaina und so weiter. Ja, sie hat jetzt Westen nur getroffen, ne? Ist halt ärgerlich. Eventuell verlieren wir den Fight sogar. Gefällt mir gar nicht. War vielleicht doch doof, was ich gemacht habe. Oh ja, das war blöd, was ich gemacht habe. Den Fight verlieren wir. Let's go! Damit wissen wir schon mal, Jaina ist überhaupt nicht so gut gegen Dingens. Gegen Vanguard. Mit dem Team bin ich sehr unzufrieden. Die anderen Teams finde ich gut, aber mit dem Team bin ich sehr unzufrieden. Schade, 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 schade. Ja, das Team hier wird jetzt auf jeden Fall eigentlich gewinnen, aber ich bin mit dem anderen Team nicht zufrieden. Also da muss ich mir noch was überlegen. Da werde ich noch mal was auf jeden Fall bearbeiten. 100 Pro. Ja, das Team gewinnt hier locker. Ich will mir keine Sorgen machen. Wenn sein Nord dann mal auch mal Bock hätte zu verrecken. Er will noch auf jeden Fall ein bisschen spielen. Ja, Daniel ist kaputt jetzt hier. Aber sein Nord hat hier eigentlich keine Chancen. Nee, nee. Ja, aber dafür ist diese Gruppenphase wirklich gut, um Sachen auszuprobieren. Und da habe ich jetzt was ausprobiert und das ist nicht so, hat nicht so funktioniert, wie ich es möchte. Jaina ist noch so ein bisschen ohne krassen Support bei sich dabei, ist es schwierig. Also es ist auf jeden Fall gegen Vanguards nicht gut, wie man gesehen hat. Wenn Leo oder so da einmal nach hinten swingen, ist nicht so geil. Muss ich mal überlegen, was ich da noch machen kann. Ich habe schon eine kleine Idee. Eventuell irgendwas mit Ampu. Aber ich weiß es nicht. Ja, Leute, das war auf jeden Fall schon mal wichtige Erkenntnis und Tests wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es ist ein längeres Video geworden. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. Peace, euer Resign 1.